Hallo Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir in Archicad mit Hilfe einer PDF einen Lageplan zeichnen können. Das heißt, wir haben einen Lageplan, der im PDF-Format uns vorliegt, aber sich vielleicht nicht in verschiedene Ebenen unterteilen lässt. Das heißt, ich kann es nicht in 2D-Elemente zerlegen, muss deshalb selbst alles nachzeichnen. Ich habe hier eine PDF-Datei im Maßstab 1 zu 1000 und habe sie mir hier über das Zeichnungswerkzeug reingeladen. Nun können wir ein neues Arbeitsblatt erstellen, worauf wir dann unseren Lageplan zeichnen werden. Ich benenne es direkt zu Lageplan um und ihr seht, mir wird direkt ein leeres Blatt geöffnet. Nun aktiviere ich die Transparentpause und suche nach dem Erdgeschoss, denn dort habe ich die PDF-Zeichnung hinterlegt. Ihr seht, mir wird direkt die PDF-Datei angezeigt und ich kann hier auch mit der Deckkraft der Transparentpause spielen, aber auch mit der Farbe, je nachdem, wie es mir zum Beispiel besser gefällt, drüber zu zeichnen. Als nächstes öffnen wir alle Ebenen mit STRG L und ihr seht, hier sind ganz viele Ebenen bereits von Archicad hinterlegt, aber man kann auch seine eigene hinterlegen. Es bietet sich einfach optimal an, wenn ihr mehrere Sachen zeichnet, könnt ihr immer gewisse Ebenen ausblenden lassen und damit auch nochmal gewisse Dinge genau überprüfen. Ich habe hier mir bereits neue Ebenen angelegt mit Gewässer, Grünfläche, Häuser, Schatten, Dachschatten und Straßen. Ja, und das mit den Ebenen würde ich euch wirklich auch empfehlen, denn ihr könnt damit viel schneller arbeiten und vor allem genauer. Jetzt gehen wir auf das Schraffunwerkzeug. Ich wähle hier die Farbe 91 aus, aktiviere die Konturlinie und suche mir eine Konturfarbe aus. In meinem Fall ist es die Nummer 95. Hier könnt ihr alle Ebenen sehen. Ich wähle mir jetzt meine Ebene Häuser aus, die ich mir angelegt habe, und starte damit, alle Kubaturen nachzuzeichnen. Wenn unsere erste Kubatur fertig ist, können wir die Transparentpause deaktivieren, machen Rechtsklick, gehen auf echte Linienstärke, stellen unten links 100% ein und können schauen, wie dick die Konturlinie im gedruckten Zustand wirklich ausschauen würde. Wenn wir damit zufrieden sind, aktivieren wir wieder die Transparentpause, schalten wieder die echte Linienstärke aus, um genau arbeiten zu können und zeichnen nun alle Kubaturen fertig. So, jetzt nur noch die letzte Kubatur und es sind alle fertig. Wir können jetzt auch die Transparentpause mal kurz ausschalten und schauen, wie der ganze Lageplan nun schon mal ausschaut. Nehmen wir an, wir haben dieses Gebäude hier entworfen. Das heißt, wir müssen es im Lageplan kennzeichnen, damit man weiß, wo das Gebäude steht und wie sieht die Umgebung drumherum aus. Das heißt, ich nehme eine andere Schraffurfarbe für dieses Gebäude. Je nachdem, wie ich es farblich gestalten möchte, nehme ich eine gedecktere Farbe oder eine kräftigere. Nun kommen wir zum nächsten Schritt: Schatten erstellen. Dazu markieren wir jetzt alle unsere Schraffuren und erstellen davon eine Kopie, die wir dann zur Seite schieben. Jetzt markieren wir unsere Kopie und ändern dabei die Schraffurfarbe. Ihr könnt schauen, wie dunkel oder hell ihr die Schatten darstellen wollt. Ich nehme einfach mal die Farbe 95 und die Konturlinie können wir deaktivieren. Vielleicht machen wir auch eine andere Deckkraft. Ich nehme mal 75% und lege das Ganze auch auf die Ebene, die ich Schatten benannt habe. Wobei ich nehme doch lieber 50%, das ist mir eigentlich dunkel genug. Jetzt kann ich alles markieren, mache einen Rechtsklick, gehe auf Reihenfolge der Darstellung, lege es in den Hintergrund
und kann nun die Schatten unter meine Originalzeichnung schieben. Die Schatten sind ja quasi immer verschoben, das heißt, ich muss es jetzt ein bisschen nach oben und nach rechts verschieben oder nach links, je nachdem von wo jetzt eure Sonne kommt, aber meistens macht man so eine Schattenrichtung nach Nordosten. Und ihr könnt es entweder manuell durch die X- und Y-Koordinate machen und dann noch manuell verschieben oder ihr verschiebt es direkt von Anfang an, wie es euch am besten passt. Ihr könnt natürlich auch schauen, je nachdem, wie genau ihr den Lageplan gestalten wollt. Höhere Gebäude haben natürlich auch einen größeren Schatten oder je nachdem, wenn ihr verschiedene Gebäude habt, die nebeneinander stehen und eben auch eine unterschiedliche Gebäudehöhe haben, unterschiedliche Geschosse eben, kann es ja sein, dass das eine Gebäude auf das Gebäude nebenan auch seinen Schatten runterwirft. Also wie gesagt, es kommt darauf an, wie groß ihr den Lageplan gestaltet oder eben wie fein genau habt ihr jetzt zum Beispiel auch die Dachaufsicht genau drauf oder gestaltet ihr nur die Kubaturen, wollt ihr überhaupt einen Schatten oder nicht? Und je nachdem, wie genau ihr das Ganze macht, müsst ihr natürlich auch dann auf die ganzen Details achten. Jetzt nehme ich hier die Schatten weg, die eben über meinen Rand hinausstechen. Ich habe eigentlich den Lageplan so gewählt, dass es ein A3-Format ist. Und vergesst dabei nicht, um eure PDF-Datei eine Konturlinie zu machen, damit ihr einen Rahmen um eure PDF-Datei habt. Ich beginne jetzt aber auch die ganzen Dachaufsichten reinzuzeichnen. Das heißt, ich öffne mir parallel Google Maps und schaue mir das Ganze von oben an und weiß, wie ich die Dächer zeichnen muss. Je nachdem, ob ihr jetzt bei den Flachdächern auch die Attika zeichnen wollt, könnt ihr auch immer einen Abstand von 0,3 nehmen und quasi einen Rahmen drumherum ziehen. Guckt aber, wo die Attika anschließt an das Nebengebäude, braucht es vielleicht nicht an allen Seiten eine Attika. Also je nachdem, wie genau ihr das eben zeichnen wollt, seid ihr da frei. Jetzt können wir eigentlich mit den Dachschatten weitermachen. Ich habe mir die Schraffurfarbe 92 ausgewählt, lege mir wieder eine Ebene an, die aber Dachschatten heißt, um die danach vielleicht separat voneinander wieder aus- und einzublenden und kann das Ganze nun befüllen. Je nachdem, wie ihr jetzt entschieden habt, von wo die Sonne kommt, müsst ihr auf die jeweiligen Dachseiten eben den Schatten hinzufügen. Das macht ihr am besten mit dem Zauberstab, dann könnt ihr auch einfach schneller arbeiten. Nun können wir mit den Straßen weitermachen, das heißt, ich aktiviere wieder die Transparentpause, wähle das Linienwerkzeug aus, nehme die Farbe 95 und beginne damit, alle Straßen nachzufahren. Je nachdem, wenn ihr die Straßen abgerundet haben wollt, hier in der PDF-Vorlage seht ihr, dass sie eher eckig ist, könnt ihr das natürlich nachher über Bearbeiten, Verändern und Abrunden machen. Aber was ich auch vor allem mache, ist ganz wichtig, ich markiere die ersten Linien, die ich bereits gemacht habe, lege sie wieder auf meine Ebene, die ich Straßen benannt habe und gruppiere alle Linien. Das heißt, mit STRG G habt ihr dann alle Linien miteinander gruppiert und habt nicht so viele einzelne Linien. Jetzt habe ich alle Ebenen ausgeblendet, abgesehen von der Straßen- und Außenkonturebene und schließe mit einem weißen Linienstift alle meine Straßen, damit ich eben ein geschlossenes System habe und nachher mit dem Zauberstab einfach meine Straßen befüllen kann. Meine Straßen sollen nachher weiß sein in der Farbe 91, aber ich nehme jetzt erstmal ein Rot, mache die Deckkraft auch ein bisschen runter und fülle mit dem Zauberstab erstmal meine Straßenlinien aus. Ihr seht aber, dass nicht alle Straßen ganz genau aufgenommen werden. Das heißt, wir müssen nachher von unserer Schraffurfläche auch Flächen abziehen. Es gibt die Option, wenn ihr da auf die Ecke draufklickt, da seht ihr so ein Rechteck mit einem Minus. Und wenn ihr immer drauf geht und dann wieder euren Zauberstab benutzt, könnt ihr immer die Fläche auswählen lassen und davon abziehen.
Jetzt, da wir alles wieder verbessert haben, können wir unsere Schraffuren auswählen und die gewünschte Farbe einstellen. Was wir zusätzlich machen, ist es, die Straßen in den Hintergrund zu stellen von der Ebenendarstellung und können natürlich jetzt auch wieder unsere ausgeblendeten Ebenen wieder aktivieren. Jetzt können wir mit dem etwas genaueren Prozess beginnen, das heißt dem Korrekturprozess oder Verfeinerungsprozess. Ihr seht, ich füge die Attika hinzu, immer mit einem Abstand von 0,3. Entweder ihr macht es so, dass ihr einzelne Parallellinien zieht und dann eben sie mit einem Abstand von 0,3 zur Seite schiebt. Schaut aber, wie gesagt, wo die Attika an ein Nebengebäude anschließt, ob sie da benötigt wird oder nicht. Oder ihr macht es ganz anders und ihr kopiert quasi die Flächenschraffur, die wir ja angelegt haben in dem Weiß. Das zeige ich euch jetzt gleich. Und zwar kopiere ich jetzt diese Fläche, füge sie wieder ein, klicke auf irgendeinen Eckpunkt und wähle die Option Alle Kanten verschieben. Dort kann ich direkt auch eben die 0,3 eingeben und habe rundherum eine Attika. Falls ich sie an meinem Nebengebäude nicht brauche, eben weil es dort anschließt, kann ich die eine Kante, die Konturkante auswählen, draufklicken und kann eben nur diese Kante dann zur Seite schieben, sodass sie dann weg ist. Ich mache jetzt erstmal weiter und habe mich dazu entschlossen, die Dachaufsichten mehr zu verfeinern. Das heißt, ich möchte auch Dachgauben darstellen. Und wenn ihr zum Beispiel immer einen Mittelpunkt benötigt von bestimmten Linien, und zwar nicht von einer Gesamtlinie, könnt ihr immer mit der Maus auf eine Ecke fahren, nicht draufklicken, einfach drüber fahren, wählt beide Ecken aus sozusagen, nur mit der Maus, und fahrt dann einfach mit der Maus über die Linie entlang. Und dann wird euch direkt der Mittelpunkt mit einem roten Strich angezeigt. Nun können wir mit dem See weitermachen. Ihr seht es, oben links haben wir einen größeren See. Ich wähle erstmal wieder in der Ebene Gewässer aus und nehme wieder meinen Konturstift in der Farbe 95, fahre wieder den See entlang. Genau das gleiche mache ich mit der Grünfläche. Ich habe hier eigentlich wenig Grünfläche und zwar nur direkt hier nebenan angeknüpft an dem Häuschen bzw. an dem See. Und ja, das mache ich eben nur, damit ich eine grobe Linie habe, um nachher die Fläche auszufüllen oder in Photoshop so darzustellen, wie ich das möchte. Hier seht ihr es schon, der See ist dargestellt, die Grünfläche. Und ja, jetzt kann ich das Ganze auf ein Layout setzen oder direkt so abspeichern. Entweder ihr setzt es direkt auf A3 drauf oder auf A2, wenn ihr noch einen weißen Rahmen drumherum haben wollt, wie ihr wollt. Ja, jetzt müsst ihr es nur noch im richtigen Maßstab als PDF abspeichern. Und das war es eigentlich schon mit dem ersten Teil. Ihr wolltet gerne ein Video dazu haben, wie man einen Lageplan im AutoCAD zunächst einmal erstellt. Und im nächsten Teil geht es da weiter, wie wir es in Photoshop layouten. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es geht euch allen gut. Bleibt gesund und wir sehen uns bald wieder.